Willkommen zurück zu Haunted Halls, das Grauen von Green Hills. Wir wollen diesem Mann in Not helfen, der Höhenangst hat. Es bewegt sich wie eine Schlange, Und irgendwas sollten wir jetzt hier hinpacken. Gehören diese Generatorsachen, gehört das hier schon hin? Ja, okay. Glühbirne vielleicht nicht, aber hier haben wir die Dinge, die fehlen. Und ich glaube, wir sollten erstmal zurück, um zu gucken. Was? Ist hier noch was auf dem Tisch? Was hat denn jetzt hier gebimmelt? Achso, der Fahrstuhl. Ja, okay. Dann gehen wir mal erstmal wieder raus. Elektromotor und können hier noch weitere Sachen einsammeln. Ugh, was für ein ekliger Schleim. Yummy, was sagen die Notizen? Weiter im Innern der Klinik stieß ich erneut auf den Schleim, den ich aus den Tentakeln habe triefen sehen. Auch wenn sich das seltsam anhört, der Schleim war auf einem Schrank tropft und ließ einen Ast heraussprießen. Das könnte später nützlich sein. Okay. Der Teich, durch den ich zuvor gewartet bin, ist gleich hinter dem Gitter. Ach so, wir sind jetzt auf der Seite. Achso, jetzt kapiere ich das erst. Gehen wir mal hier rein. Das friedliche Idyll wird durch den Galgen im Hintergrund unterbrochen. Was haben wir denn hier für ein Rätsel? Oh, ein Wimmelbild. Sehr schön. Parfümflasche, Schmetterling, Taschenlampe, Korkenzieher. Okay, dann wollen wir mal. Also, Parfümflasche. Schmetterling. Oh mein Gott, das ist richtig bunt und wuselig. Taschenlampe. Wo ist sie denn? Weil ich ja so unglaublich viel erkenne. Korkenzieher. Finde ich bestimmt noch. Schnecke, Eidechse, Gewehr, Ananas, Eidechse. Da und die Schnecke. Schon wieder eine Schnecke. Würfel, Bürste, Pfeife, Handy. Würfel? Sehr klein wahrscheinlich eher. Bürste. Da ist die Bürste. Handy. Pfeife. Würfel finde ich gerade noch nicht. Pfeil, Auto. Den Pfeil, hatte ich den nicht schon gesehen? Wo ist der Pfeil? Da ist die Schnecke. Suche ich schon wieder den Würfel. Tja. Pfeil, Auto. Was steht da? Aale? Muss ich noch suchen. Rad. 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 Würfel, wo seid ihr? Da, ach, der Würfel ist damit gemeint. Okay. Korkenzieher. Das ist echt fies gemacht, das Bild. Da? Nee. Da ist der Korken. Nee, das war die Aale, okay. Korkenzieher. Aber wenn ich jetzt den Tipp mache, dann gibt er mir bestimmt den Pfeil. Ich will den nicht den Pfeil. Ich will, dass er mir den Korkenzieher gibt. Ah, er gibt mir den Korkenzieher. Sehr schön. Den Pfeil will ich selber suchen. Da ist der Pfeil. Ich habe ein Gewehr. Dann schieße ich den Typen, der das alles hier gemacht hat, tot. Wie der Name schon sagt, findet man Borkenkäfer unter der Borke. Aha. Soll ich jetzt die Schnecken darauf... Oder was soll ich machen? Ja. Zu meiner Überraschung stolperte ich zur Abwechslung über einen angenehmen Raum. Doch auch dieser Moment der Ruhe war nicht ungetrübt, denn ich bemerkte einen Galgen im Hintergrund. Der Typ, der hat echt nicht alle Tassen im Strang. Ist denn hier noch irgendwas? Ja, ein Vögelchen. Hier, Schnecke. Kriegst du fressen. Es zieht Insekten vor. Man findet sie oft unter der Baumrinde. Ach, dafür soll ich die holen. Ja, aber da komme ich doch so nicht ran, ne? Oder doch? Damit?
mit dem Hammer. Ja, wohl nicht. Okay. Dann gehe ich hier mal wieder. Weiß nicht, wie ich das mit dem Schleim lösen soll. Muss ich nochmal gucken. Ich gehe mal zurück. Und mach mal 6 rein. Da wollten wir ja schon lange hin. Jetzt können wir da auch endlich rein. Oh. Oha, dieser Mann fürchtet einen qualvollen Tod zu sterben. Ah, das Kratzen ist schlimmer als Fingernägel auf einer Tafel. Warte mal, ich will mal... Wo? Ich muss diese Falle irgendwie öffnen. Ist er da drinne oder... Fast wie in Psycho. Die Kamera zeichnet ein absurdes Schattenspiel auf. Die Ohren verstärken die grausigen Geräusche. Was ist denn das für ein Raum, ey? Hilfe. Um die Tür zu öffnen, musst du alle Magneten so anordnen, dass sie nicht überlappen. Wie... Na, klasse. Okay. Überlappen die jetzt oder nicht? Ich weiß nicht, ob das alles nicht schon längst überlappt. Blick hier gerade noch nicht durch. Mach gerade einfach mal so einfach spontan. Es wird schon jetzt nicht funktionieren, ich sehe das schon. Vielleicht erstmal nur die großen nehmen? Weiß auch nicht. Nee. Nee, eher nicht so. Obwohl das ja hier schon mal gar nicht so schlecht ist, aber da könnte man natürlich auch alles kaputt machen und komplett anders wieder machen. Na, der hier, den finde ich immer so komisch. Könnte so ein Dreier runter, aber drehen kann man die ja auch nicht. So ein bisschen eher in die Ecke vielleicht. Nee, auch nicht. Aber dann passt der hier wieder nicht rein. Na, das könnte sogar klappen. Yay! Komm, warum geht's nicht? Doch, es geht. Wie geil. Oh, das war jetzt voll gut. Oh Gott, was mit ihm denn? Sein Verfolgungswahn verschlimmert sich rapide. Oh, können wir das machen? Der Mann ist überzeugt, dass er eine letzte Stunde geschlagen hat. Oh Gott, der Arme. Und wir wimmeln jetzt erstmal in Ruhe. Ja, wir wimmeln erstmal in Ruhe. Wir haben ja Zeit. Lass den Mann leiden.
Schwimmflosse, Schutzbrille. Warte, hier habe ich das schon gesehen. Da. Puzzleteile, Brecheisen. Puzzleteil, Brecheisen, Puzzleteil, Brecheisen. Federball, Schlauch, Schleife, Gewicht. Schlauch. Kein Schlauch. Dann eben nicht. Das ist das Rohr, was hier lang geht. Okay, da ist der Schlauch. Federball. Was macht hier eine Schleife? Aber okay, wir suchen eine Schleife. Einfach mal alles hingemüllt worden. Mal wieder Bohrer, Frosch. Bohrer. Frosch, Schild. Schild. Frosch. Wo bist du, Frosch? Da ist der Frosch. Was macht denn jetzt hier auch noch eine Eichel? Wo soll die denn jetzt noch rumflattern? Okay, da. Besen. Biene. Käfig. Hund. Schleife und Gewicht. Puzzleteile. Das ganze Gedöns. Gib mir mal einen Tipp. Ah, das war das Gewicht. Keine Schleife. Schleife. Puzzleteile, Brecheisen. Brecheisen? Was für Puzzleteile jetzt? Die hier? Ja, die. Welche auch sonst? Ich habe das Brecheisen bekommen. Yeah. So, jetzt gib mir hier irgendwas noch. Nein, kriege ich nichts? Doch. Der Indikator zeigt an, dass jemand in der Falle steckt. So, können wir da jetzt nicht mal irgendwas hier voll mit kaputt machen? Wo ist der Torso? Ich muss die Falle irgendwie öffnen. Ja, mach das doch mit dem Brecheisen. Endlich können die Beine entspannen. Aha. Ah, das kratzt noch schlimmer. Die Fingernägel als auf einer Tafel. Vielleicht können wir die irgendwie kaputt. Können wir die damit auch? Das Ding erschießen? Das können wir mit der Ente machen. Simon scheint zu fürchten, verfolgt, gejagt und gefangen zu werden. Jeder Zug seiner Miene ähnelt jedem eines Mannes, der ständig über seine Schultern schaut, obwohl da niemand ist. Hoffentlich kann ich ihm helfen, seine Angst zu überwinden, sodass er mutig ins Leben treten kann. Steht da eigentlich mittlerweile was genau? Hier. Simon Simmons, Geschlecht männlich, Alter 36, Diagnose Verfolgungswahn. Von diesem Patienten sind nur sein Name und seine Diagnose bekannt. Im Januar 2009 wurde er auf der Straße festgenommen, verwirrt und ohne Geld oder Papiere. Er gab seinen Namen an, doch verweigerte sonst jegliche Kooperation. Die Echtheit seines Namens ist fragwürdig. Simon behauptet, ununterbrochen verfolgt zu werden. Die Behörden wollten nicht für seine Behandlung aufkommen, also überwiesen sie ihn für eine experimentelle Behandlung bereitwillig an Green Hills. Da Familie oder Freunde nicht widersprachen, war dies die kostengünstigste Lösung. Okay. Die Ohren verstärken das. Können wir auch mit der Glühbirne hier was machen? Vielleicht können wir das Licht hier einfach ausmachen. Sollen wir mit der Ente was machen? Ja. Was können wir denn mal mit den Ohren machen? Sollen wir mit der Ente was machen? Die kaputt machen? Einfangen? Futschießen? Dann weiß ich auch nicht. Hier gibt es schon wieder ein Wimmelbild. Okay, Teppichmesser. Ja, machen wir gleich weiter. Ich war ja gar nicht froh, dass ich das gerade geschafft habe. Da. Streichhölzer. Kurvenschablone, die finde ich jetzt eh nicht. Drahtschere, Zahnbürste, Musiknote. Musiknote, Zahnbürste, Gitarre, Hammer. Den Hammer hatte ich doch auch schon. Wo ist der Hammer nochmal? War denn da? Gitarre.
Da. Scharnier. Das hier, was sind wir das? Das brauchen wir auch. Die Zange und eine Hake auch gleich dazu. Wo ist die Hake da? Spule, Schal, Säge, Schal. Spule, Rose, Säge. Das sind alles Sachen, die ich schon gesehen hatte. Krawatte. Scharnier und Kurvenschablone. Bitte her mit den Sachen. Da ist die Kurvenschablone. Jetzt noch das Scharnier. Nein, das nicht. Da. Haha. In Windeseile. So, was können wir denn jetzt mal mit der Drahtschere machen? Können wir den Kram hier mal aufdröseln? Oder an den Elektrozaun draußen gehen oder so? Hm. Was ist denn klug, wenn ich jetzt hier weggehe? Nee, das bringt mir nichts, wenn ich da hingehe. Laufen da draußen jetzt zwei Leute lang? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ja, da kann ich jetzt lang, aber will ich da lang? Nein, eigentlich nicht. Ich will wieder auf die andere Seite. Wie komme ich denn da nochmal hin? Bin da draußen lang gegangen, ne? Hm. Hier war ich nämlich. Ding. Brauche einen Drehgriff. Habe ich denn sowas mittlerweile? Nee, ne? Nee. Aber wir können da dieses Ding da schon mal einsetzen wieder. So. Hätten wir das auch. Was fehlt uns denn noch? Genug Kram. Hier was durch. Nee, dann würde er ja runterstürzen. Das wäre keine so tolle Idee. Kann ich mit dem Hebel das da aufmachen? Hallo? Das ist ein Brecheisen. Wieso kannst du das nicht als Griff verwenden? Dann nicht. Kann ich mit der Schere, aber der Strom läuft ja noch. Hm. Da fehlt immer noch was. Die Schaltkonsole, kann ich die nicht auch da einsetzen? Wo ich gerade war? Also wo ich gerade war, das heißt hier. Kann die hier hin? Jawohl, dann habe ich die auch schon mal weg. Das macht das Inventar wieder übersichtlicher. Hm. Das Ding verliert Luft. Kann ich das irgendwie ab... Wirbeln? Nein, kann ich anscheinend nicht. Okay. Kannst du hier wieder gehen? Bitte. Da komme ich doch auch nicht jetzt ran, oder? Da drunter? Brecheisen glaube ich auch nicht. Nee. Beim Korb ist aber noch irgendwas. Was denn? Oder glitzert der nur so? Hm. Okay. Hier war ich noch nicht. Pinocchios Nasen-OP ist noch nicht fertig. Seine Nase ist zu kurz. Was? Was? Was für ein Pinocchio? Der ist es auch nicht? Nee, der auch nicht. Die hatten wir alle noch nicht. Notizen. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Einträgen. Im OP fand ich den bislang ruhigsten Patienten. Vielleicht war das, weil er aus Holz war. Warum sollte hier eine Holzpuppe liegen? Okay. Er sieht aus, als wurde die OP nicht abgeschlossen. Was? Mit Hammer und Meißel jetzt hier ran, oder? Hä? Ah, ich habe eine Säge. Und ein Meißel. Und jetzt darf ich an ihm rummeißeln. Was wollen die denn jetzt von mir? Sie wollen, dass ich wimmel. Okay, das kriege ich noch hin. Fahrstuhlknopf. Thermometer. Thermometer, Thermometer. Schnalle, Batterie.
Bohrereinsatz, Handschuh. Wie auch immer ein Bohrereinsatz aussieht, das weiß ich nicht. Aber schön, dass ich noch eine Schnalle gefunden habe. Hammer, Marker, Reiher, Bürste. Bürste. Ich gebe mir Mühe, den ganzen Schrott hier immer zu finden. Marker. Och, Leute. Da kein Marker. Dann nicht. Brille, Haken. Hier, Brille. Haken. Das war der Anker. Das war nicht der Haken. Damned. Film. Was ist das jetzt hier? Was? Pinsel? Bürste. Das war doch ein Pinsel. Hallo? Marker. Ja, das war klar eingefroren. Ich habe zu viel geklickt. Kopfhörer, Dartpfeil, Batterie. Warte mal, den Dartpfeil habe ich doch schon gesehen gehabt. Wo ist der denn? Der Schuft. Da. Kopfhörer. Sind das die Kopfhörer? Was war das jetzt? Das war der Film. Okay. Batterie. Batterie. Komm schon, Kopfhörer. Die sind doch groß, die muss man doch sehen. Ach, hier sind sie. Ich denke an richtige Kopfhörer und nicht so eine Ohrstöpsel-Dinger, okay. Bohreinsatz. Ja. Marker und Haken. Haken. Toll. Marker jetzt noch. Wenn ich den Marker finde, kriege ich den Tipp für den Bohreinsatz. Marker, das war ein Lippenstift. Shit. Komm schon. Ach, Manno. Oh Manno, den hatte ich doch schon. Oh, jetzt muss ich den Bohreinsatz finden und ich weiß noch nicht, wie das Ding aussieht. Das hier vielleicht. Da, tatsächlich. Ich weiß doch, wie es aussieht. Alles klar. Und ich habe einen Akku. Und eine Spritze. Eine Zielscheibe. Die Mitte der Zielscheibe ist das Schlüsselloch, die Kugel der Schlüssel. Ja, okay. Soll ich ihm jetzt eine Spritze geben oder was? Meißel, Säge. Was soll ich mit ihm jetzt tun? Hier, der Hämmer ihn. Was soll ich jetzt machen? Mit dem Gewehr? Tatsächlich. Wilhelm Tell kann sich warm anziehen. Ich habe einen Gullideckelgriff. Und ich weiß genau, was ich damit mache in seinen Notizen. Nachdem ich ein Loch in den Schrank in OP geschossen hatte, fand ich einen Gullideckelgriff. Wenn ich mich recht erinnere, ja, ich weiß. Das weiß ich auch noch. Dass wir jetzt raus müssen. Und da den Gullideckel. Jetzt können wir da unten hin kriechen. So, was steht jetzt hier? Es scheint, als bin ich in den Heizungskeller unter dem Sicherungsschuppen gelangt. Hier ist es viel zu heiß. Hoffentlich muss ich nicht zu lange bleiben. In der Ecke steht ein seltsam aussehendes Gewächs. Es ist verdorrt und ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich hier ohne direktes Sonnenlicht halten könnte. Mal sehen, ob ich es etwas aufpäppeln kann. Ach so. Kann man diese Blumen in einem Bohnenstängel verwandeln? Benzintank. Motor. Oh, wir kriegen langsam unsere Teile zusammen. Hier kann man Feuer oder Kohle verbrennen. Oder Menschenleichen. Kann man auch. Vielleicht. Schnecken. Was soll ich denn jetzt machen mit der Blume? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warte mal, gehe ich jetzt wieder da zurück? Ja, ne? Komm, wir packen mal unseren ganzen Krempel hier jetzt hin. Akku. Und das da. Und das. Was fehlt noch? Dieses Einzelteil fehlt. Was ist denn das? Das ist wie ein kleiner Mülleimer.
Ja, eins fehlt nur noch eigentlich, dann hätten wir es. Mhm. Jetzt habe ich hier voll die Werkzeuge und so. Ich brauche einen Drehgriff. Kann ich vielleicht hier jetzt das absägen vom Baum? Nee. Doch, mit dem Meißel kann ich hier... Warte mal. Kannst du das hier raus... meißeln? Ach, hier kommen sie jetzt, die ekligen. Jetzt nimm mal deinen Kescher. Nicht Borkenkäfer. Komm. Hier, lecker, lecker. Baum noch... Ja, lecker. Du kleiner Specht, du. So, den fange ich mir jetzt, den Specht. Komm her jetzt. Ach, der kann nämlich sehr nützlich sein, du, der Specht. Mhm. So, was mache ich mit dem jetzt? Kann der hier rumbohren? Im Holz? Das wäre doch sehr lustig. Nein? Doch, ich soll mit ihm hier was machen. Leute. Das würde doch Sinn machen, auf ihn rumzuhämmern jetzt. Mhm. Kriegst eine Glühbirne in den Kopf. Mach doch mal, du Specht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, da ist ja auch nichts drin. Warum sollte er dann rumhämmern? Aber warum? Warum, warum? Was soll ich denn mit ihm jetzt machen? Ich habe auch gar keinen Meißel mehr. Sieht aus, wurde die OP nicht abgeschlossen. Das heißt, ich soll sie zu Ende bringen. Aber wie? Doch schon alles ausprobiert. So, ich hem, ne? Soll ich den anmalen? Fahrstuhlknopf. Check ich nicht. Nee. Verstehe ich nicht. Da kann ich aber auch eigentlich nichts machen. Fahrstuhlknopf kann ich hier noch nicht, ne? Da müsste ich... Ich muss ja erstmal rein bestimmen. Dann komme ich da rein und dann kann ich den Knopf benutzen. Was mache ich mit der... Hier, die Schnecke? Nee, hatte ich schon. Was für ein ekliger Schleim. Schleim, nicht Schleim. Ach, mit der Spritze kann ich den Schleim nehmen. Und was mache ich dann damit? Volle Spritze. Was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Hier kann man Feuer oder Kohle verbrennen, weil ich ja Feuer verbrennen kann. Ja. Kann ich die schleimig machen? Ja, ich kann sie... Ah, und dann wächst die Tentakelblume. Der Schleim ist mächtiger, als ich dachte. Halbvolle Spritze. Okay, kann ich die außen noch... Okay, krass. Hallo, Blume. Was für eine aggressive Pflanze. Komm, die machen wir noch größer. Das passt hier nicht. Nee. Was mache ich mit der? Kriegt die jetzt einen Specht zu fressen oder eine Schnecke? Jetzt schnibbel ich sie ab, säge ich sie ab. Was mache ich mit dieser Pflanze? Wozu habe ich das jetzt gemacht? So voll sinnlos? Ja, die ist jetzt einfach mal größer gewachsen und dann kann ich hier auch noch Sachen verbrennen. Hier gibt es nichts zu tun. So, sag mir doch mal, was ich als nächstes bitte machen soll. Ich soll bei Pino. Ich soll bei Pino soll ich meißeln, ne? Ja, aber was denn? Wie denn? Was denn? Hier mit der Spritze? Ne, echt jetzt? Kriegt er jetzt das Zeug und dann wird er lebendig als aggressiver Ach so. Aha. Mhm. Seine Nase ist gewachsen. Ob er wohl gelogen hat? Was mache ich denn jetzt damit? Absägen? Darf ich die behämmern? Was für...
Das. Was mache ich denn jetzt mit ihm? Ich kapier das nicht. Was die hier von mir wollen. Nee, echt jetzt? Der Specht hat eine Flöte herausgepickt. Unglaublich. Diese Flöte könnte glatt ein Seil beschwören. Ja, okay. Das ist alles total merkwürdig, was wir hier gerade machen. Und ich habe jetzt eine Flöte. Okay. Und ein Wimmelbild. Da weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. Wieder dieses doofe Bild. Umschlag. Mikrofon, Trichter. Den Trichter hatte ich schon gesehen. Ich weiß das. Maßband. Das da. Mikrofon. Flamme. Hier ist ein Pfeil. Brauche ich einen Pfeil? Nein. Flamme, Würfel, Lineal, Feder. Ja, was... Wo haben wir die? Flamme ist Biene. Fisch, Rose. Wo ist denn hier ein Fischi? Fischi, Fisch. Schnuller. Rollstuhl, Trillerpfeife, da, nee. Ja, rote Klammer, Fisch, Rose, Rose, Herz, wo ist der olle Fisch? Da ist die Trillerpfeife. Da ist ein Fisch und jetzt noch die Flamme. Ach, das sollte eine Flamme sein. Das sah für mich aus wie ein Spiegelei, nur ein bisschen, naja, bisschen verformt halt. Okay. Könnte glatt ein Seil beschwören, oder wie war das? Der Arme. Wie verstopfen wir denn mal hier das Ding? Bewegt sich wie eine Schlange. Ja, dann Flöte dazu, dahin. Kann ein Seil beschwören und bewegt sich eine Schlange. Ja, dann Flöte. Flöte jetzt. Flöten. Es wird zwar überhaupt nicht gehen, aber macht auch keinen Sinn, aber egal. Vielleicht kommt das ja auch noch. Kann man das hier schon bauen? Nee, kann man nicht. Kann hier, nee. Nee, mir fehlt das Teil noch. Leider, leider. Und ich würde sagen, wir suchen im nächsten Part weiter und dann geht's hier weiter. Bis dann!